So. Das haben wir beim letzten Mal noch gemacht, daran erinnere ich mich. Dieser komische Paparazzi da. Ein Bürger in Not. Verrate Bob Eilzusehen. Rette diesen Mann. Ich habe das Gefühl, er ist furchtbar zugerichtet worden. Ja. Gott sei Dank müssen wir ihn nicht von nahem sehen, sonst würden wir sehen, wie schlimm er aussieht. Oh, das ist der dicke Bob. Oh yeah. Wie fühlt sich das an, Claudio, dein persönlicher Bosskampf? Das ist okay. Das ist nicht unbedingt schwer. Es ist eine harte Herausforderung für uns alle. Komplett. Ich habe ihn beim letzten Mal gar nicht getroffen, schade. Ach so, der macht der böse Dinge hier. Ja, aber der verletzt einen mit diesem Wegstoßen nicht. Ah, siehst du, der andere hat wieder nur einmal zugeschlagen und ja. Danke, ich dachte, dieser Film wird eine Katastrophe, aber der Regisseur zieht alle Register. Diese Gelee-Kopphasen haben mich sehr überzeugend verprügelt. Ja, da ist er. Sie sehen, ja, wir er ist es. Nehmen unsere Arbeit ziemlich ernst. Und seine Wahl für den Bösewicht? Wow, ich hab's kurz gesehen. Das ist ein wirklich wildes Tier. Aber klar. Haben die Sandy gerade einfach so Tier genannt? Das finde ich aber nicht in Ordnung. Nee. Irgendwie diffamierend. Ja. Sehr diskriminierend. Boah, schön nochmal das Leben aufgeladen. Ja klar, weil das muss sein. Sehr gut, Claudio. Ich finde das sehr löblich, dass du das alles so perfekt für mich vorbereitest. Aber klar doch. So, ja, ja. Da sind noch die drei Boys. Und ich glaube, dann hast du es. Okay, Leute. Ah, ne, ist noch was. Okay. Aha. Okay. Was tust du da? Ja. So, bitteschön. Vielen Dank. Sprechender Käse. Du wirst nicht fürs Tratschen in Publicity bezahlt. Wenn du dem Publikum zeigen willst, dass du der wahre Karatekönig bist, beeindrucke es mit Akrobatik. Jetzt lauf über die Dächer des Wolkenkratzers zur Festung deines Erzfeindes. Kann ich einfach den Aufzug nehmen? Nein. Und Action. Na gut, okay. Ich mache ja schon. Aber ich habe Angst, Claudio. Vor der da. Musst du keine Angst haben. Hier gibt es jede Menge Gelee-Stuff. Ja. Das ist wichtig. Ich weiß zwar nicht, was wir damit anfangen sollen, aber... Kostüme kaufen. Ah. Yes. Die kosten ja Gelee. Gelee. Erinnert mich immer an Jimmy Neutron. Eine Szene. Attila, der Hunde, der aus der Zukunft. Nee, nicht aus der Zukunft. Zur Vergangenheit kommt. Und dann. Ja, dann will er alle angreifen und dann isst Karl aber diese Brownies irgendwie gefüllt mit Gelee. Und dann fragt er. Mit oder ohne Gelee? Und dann sagt Karl mit Gelee. Und dann sagt Attila Gelee. Und dann, ja, sind die happy. Ja, Jimmy Neutron. In a nutshell. Genau.
Okay, ach shit, wir müssen das erst bei ihr freischalten. Na nee, uns fehlt immer noch eine. Schade. Ich überlege gerade, ob wir uns noch ein fesches Outfit holen sollen. Nee, wir warten lieber, bis wir die neuen freischalten. Okay. Wir bleiben dabei, wir sind der Unterhosen-Spongel. Der Unterhosen-Mann. Exhibitionisten. Gee, look at this. Da gibt's ja noch okay. Einiges zu erkunden. Okay. Entschuldigung, was ist denn hier los? Als Stuntman muss man auch mutige Verfolgungsjagden über den Dächern der Stadt mitmachen. Du solltest versuchen, deine Bestzeit zu verbessern. Das würde sich super in deinen Highlights machen. Naja, das kann ich noch nicht machen hier. Das kommt irgendwann später dran. Es wäre super gewesen, wenn der Aufzug funktioniert, ja. Aber nein. Oh! Ah, Rainbow Star. Oh, okay. Scheint keine Fähigkeit zu sein, sondern nur so ein vorübergehendes Ding. Warum auch immer. Okay. Huh! Haha. Oh yeah. Ach, keine Angst, Claudio, das geht schnell. Wir kommen immer weiter nach oben. Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Das denke ich auch. Der super Bösewicht. Kleiner Klaps reicht schon. Der super Bösewicht ist schneller erledigt, als du Texas Chili Cake sagen kannst. Texas Chili. Ah, ich bin fast da. Ja. Aha. Texas Chili. Jetzt auf! Ich hab ihn Texas quasi schon. Ja. Okay. Yeah. Nice. Das geht ganz schön lange. Oh yeah, jetzt hast du... Das ist so random. Was ist das? Das ist wahrscheinlich auch Seifenblase oder so, aber... Ja, ist Seifenblase. Wie random. Ich weiß nicht, das ist ja nicht mal eine Fähigkeit von ihm. Das Ding ist einfach da. Ja. Und ja. Okay, I see. Okay. Alles cool. Aha! Okay, die kann ich nicht kaputt machen. Das ist auch nicht nötig. Was summt der hier so? Ja. Der Typ von der Filmcrew, der summt hier so vor sich her. Eieie. Oha! I see. Nice. Ah, shit, Moment, ich muss hier kurz die Nase putzen. Okay, währenddessen mache ich weiter. Habe ich Claudio gerade eben schon erzählt. Es ist ja momentan noch die Sommerzeit, beziehungsweise es ist so Mitte Juni. Und ich habe mal versucht, meine Allergietabletten nicht mehr weiterzunehmen. Aber mir ist dann aufgefallen, okay, die Allergiezeit ist leider noch nicht vorbei. Und deswegen habe ich heute ein bisschen Probleme mit dem Scheiß, weil ich eben jetzt seit 2 Tagen keine Allergietabletten genommen habe. Aber gleich vorm Schlafen gehen werde ich noch eine zu mir nehmen. Aha. Okay, ja. Weiß nicht, ob du weitermachen willst, aber ich wäre wieder bereit. So. Ich spring jetzt hier runter, ne? Wo müssen wir denn? Da hinten müssen wir hin. Ja. Nice. Wuhu! Ja, der Schmutz wird entsorgt. Richtig. Oh, wir sind da am Dojo. Das ist schmutzig. Weißt du, was man sagt? Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Dojos noch näher. Okay.
Das ist okay, Patrick. Das ist okay. Oh. Oh. Okay. So schwer wie Voodoo Vince wird's schon nicht sein. Nee. Nichts ist so wie Voodoo Vince. Bin ich jetzt hier den extra Weg gelaufen nur für die Tickies? Auf. Scheinbar. Mal, wie viel das ist. Ich habe ja gehofft, da wäre noch eine Münze. Hm. Okay, da komme ich scheinbar nicht hin. Zumindest nicht so. Okay. Oh. Gibt's ein. Nee. Da kannst du hinfliegen. Weiß ich nicht. Doch, geht. Okay. Okay. Yeah. Dann gehen wir jetzt den normalen Weg. Auf die Kräne. Auf den Kran. Ah, jetzt weiß ich, ob ich zu den Tickies da komme. Ja, da, dann werden wir hier mal kurz warten. Ah, pass auf, du bist angespritzt. Nein! Ich habe das nicht mal gesehen. Wow. Oh, fuck you. Da musst du aufpassen. Von da ganz hinten, oder was? Ja, ja, der ist das. Ja. Wow. Der verspritzt seinen Saft hier. Seinen weißen Saft. Wow. Ekelhaft. Natürlich gibt das nichts. Naja, halt die Gelee, aber mehr hatte ich da jetzt noch nicht erwartet. Nicht schon, eine Münze. Okay. Ich komm jetzt zu dir, du Fecker. Eieiei. Alter, der hat mich beinahe in der Luft getroffen. Das ist doch schön. Okay. Der ganze Kran wird runtergeholt. Klar. Der Typ denkt sich auch so, was ist los? Was habe ich in meinem Berufsleben nur falsch gemacht? Ja, oh, oh. Ja, Pasta, Patrick. Sie machen Pasta. Ganz bestimmt. Aha! Nee. Okay. Gut, Gutto. Jetzt, das ist auch machbar hier. Okay. War's das? Was? Machbar? Ja, es war machbar. Ja. Okay. Und jetzt er hier. Uga Buga, mega strong. Oh, schon wieder der Scheiß. Oh, fuck you. Ist hier auf der engen Plattform gar nicht mal so geil. Ja. Okay, komm mal her. Ah, du komm schon. Weg mit dir. Hallo, Herr. Ey, da ist ja gar kein Mensch drin. Hallo, Herr Pappfisch. Ah! What the fuck war das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, so funktioniert das. Aber sichi. Okay, wir haben es geschafft, Claudio. Was Hallo, junge jetzt? Dame. Sind Sie nicht etwas zu jung, um einen Kran zu fahren? Ja, ja, das bin ich. So. Okay. Ja, spring mal hin. Dann let's go. Kuppel wurde gedrückt. Sieh mal, es ist Sandy. Ich meine, sieh mal, es ist Sandy. Na, wenn das nicht der Kopf aus Schwamm und sein Dallas großer Ballonpartner Patrick sind, die da durch meine Tür kommen. Eigentlich kommen wir durchs Dach. Ach, wirklich? Und ihr geht wieder durch den Boden. Ich bin nämlich in Stimmung. Und zwar für Karaheia. Nicht Karaheia.
Niemand interessiert sich für Dialoge. Mein Publikum will Farben und Bewegung, die einen visuellen Konflikt bilden. Es will Krach, Bumm, Zack, kein Blablabla. Werf das dumme Drehbuch weg. Das Drehbuch? Und Action. Okay. Gotta besieg Sandy. Okay, aber was ist... Okay. I see. Hier komme ich! Ich bin Bussardfutter. Okay. Okay, ah ja, natürlich Karate. Ja. Okay, komm doch! Ich bin Bussardfutter. Aha. Okay. Weiß gar nicht, ob ich sie jetzt beim ersten Mal noch getroffen habe. Ich glaube nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Sie hat 3 Leben auf jeden Fall. Ah ne, dann habe ich sie gar nicht getroffen, ne. Ihr blöden Bälle. Was waren die nochmal? Ich erinnere mich nicht mehr. Oh nein, eine zweite Phase. Das war nur echt jetzt. Ich schätze, du musst einen Stampfattack drauf machen. Nö. Jetzt bist du tot. Was zum Fick muss ich machen? Stampfattack easy. Aber wir wechseln uns jetzt ab hier. Ich bin dran. Okay. Okay, irgendwie hast du keinen Schaden genommen. Hab ich nicht? Nein. Ich weiß nicht wie. Okay. Ja. Da hat sich einer von hinten erwischt. Ja. Und nochmal. Ja, wirklich. Da ist noch einer. Also ich schätze mal, irgendwas mit Karate musst du machen. Kann mir nicht vorstellen. Vielleicht musst du auch einfach nur ihre Attacken überleben, bis sie aufhört. Ah, ja, musst du. Oh, please. Sandy, please. Oh mein Gott, ist das nervig. Oh ja. Oh ja, Malvamo Shinderu. Ja, die sind nervig. Also okay. Würde ich mich auch fühlen. Ich würde mich auch einfach auf den Rücken drehen und ja. Ich bin schon in der zweiten Phase, okay. Ja. Da passt der 102. Karate. Nice. Bewegt den Schwamm. Das sind aber auch so viele, ey. Es ist sau nervig. Vor allem, weil sie auch von hinten einfach so angreifen können. Es sieht so aus, als könnte man da einfach in der Mitte draufstampfen. Komm, hör endlich auf, Sandy. Danke. Okay. Aha! Der letzte Shit. Du bist Bussardfutter, Sandy. Das ist ein Bussard. Ein Vogel. Ich weiß. Aber das würden die Meeresbewohner fragen. Ja, das stimmt. What? Oh mein Gott, nein. Ah! Ah. Macht sie? Oh, sie macht's. Okay. Ah. Nimm das! SpongeBob! Zwei
Hast du von der Explosion eine Gehirnerschütterung? Du hast den Vertrag unterschrieben, ja? Hätte nie gedacht, dass du es schaffst. Aber das war echt fantastisch. Ich kann schon die Fortsetzung sehen. Nein, die Trilogie. Los, drehen wir sofort weiter. Licht, Kamera, Ton. Nochmal auf Anfang. Und... Und wir sind back. Das war der Hammer! Danke für deine Hilfe, SpongeBob! Kein Problem, Sandy. Aber es gibt noch eine Menge zu tun. Bis später. Ich bin froh, dass Sandy und ihr komisches Haus wieder da sind. Aber auch ich will mein Haus zurück. Ja, what the fuck? Wir sind einfach da. Ich schall da jedes Mal wieder drauf rein. Ja. Komm schon. Ja, der Typ ist aber auch so... Sandy, du könntest mir ruhig mehr helfen. Nee, nee. Ja, aber... Ja. Oh. Ich meine... Komm schon. Das sind auch immer so anstrengend. Ja. Komm. Dankeschön. Ich will dann nur mit der netten Dame hier reden. Ich weiß, ich sollte eigentlich drin bei unseren älteren Bewohnern sein, aber sie haben diesen neuen Radiosender entdeckt und drehen völlig durch. Nichts bringt sie zur Ruhe. Eigentlich habe ich für solche Notfälle immer Glückskekse dabei. Das wohlklingende Knirschen ist so beruhigend. Aber leider sind die Kekse inmitten des Chaos der Stadt verschwunden. Komm, Patrick, wir finden diese hellseherischen Kekse. Oh yeah, noch was wir suchen dürfen. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle für heute Schluss. Ja. Dann geht's beim nächsten Mal weiter zu Cassandra und wohl da hinten in diese Ecke, die wir da sehen. Ja. Mal schauen, was uns da erwartet. Ja. Bis dann. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.